Heute zeige ich dir, wie man ganz einfach LUTs in DaVinci Resolve verwenden kann. LUTs können dir eine Menge Zeit ersparen beim Color Grading. Es ist wie eine Vorlage, die du in einem extra Node hinzuschalten kannst, welche deinem Videos auf jeden Fall einen bestimmten Look geben können, ohne dass du mega viel Zeit im Color Grading verschwendest. Ich zeige dir das heute an zwei Beispielen. Einmal mit ganz normalen 8-Bit-Footage und einmal mit 10-Bit-Log-Footage. Viel Spaß! Als erstes schauen wir uns an, wie man LUTs importieren kann. Du kannst einfach mal nach kostenlosen LUTs googeln und wirst auf jeden Fall richtig schnell ganz viele coole LUTs finden. Außerdem haben auch alle möglichen Kamerahersteller auch spezielle LUTs, auch von bekannten Leuten. Da kannst du auch mal gucken, bei Sony zum Beispiel auf der Website. Und wenn du diese LUTs gedownloadet hast, dann ist es meistens so eine Cube-Datei. Und diese Cube-Datei musst du in DaVinci Resolve importieren. Zum Importieren gehen wir einfach auf den Color-Tab, öffnen dann oben LUTs und klicken dann einfach hier rechts rein und drücken auf Reveal in Finder. Und schon wird uns angezeigt, wo unsere LUTs sind. Und ja, hier drin können wir jetzt auch einfach einen neuen Ordner erstellen und unsere LUTs dann da reinschmeißen. Nach einem kurzen Neustart von DaVinci Resolve erscheinen dann die LUTs dann auch hier als Ordner oder hier im Hauptordner. Um LUTs jetzt einfach anzuwenden, auf den aktuellen Node, können wir einfach per Doppelklick raufgehen. So würde ich dir das auf jeden Fall erstmal nicht empfehlen, deswegen machen wir es mal wieder rückgängig. Bevor wir eine LUT jetzt rauflegen auf unser Footage, würde ich erstmal einen bestimmten Node-Tree hier bauen. Dafür würde ich jetzt drei Nodes erstellen und ihr seht hier unten schon an den Scopes, wir haben hier kein Log-Footage wirklich, das ist so ein, das ist von der Mavic Air 2 so ein D-Cine-like und das ist schon ziemlich auseinandergezogen, sieht man hier, also es hat schon Kontrast und Farben alles drin, ist nicht mehr ganz so flach. Und deshalb brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie irgendwas umwandeln und können direkt eigentlich damit arbeiten. Die LUT werden wir auf den dritten Node legen. Davor würde ich WB für Weißabgleich, also White Balance, und davor noch Belichtung. So können wir, bevor die LUT dann wirklich angewendet wird, alles, die ganzen Basics noch korrigieren. Genau, was ich jetzt mal mache, ist, ich gehe auf den LUT Node. Gehe dann links oben auf LUTs und suche mir dann eine LUT. Und da könnt ihr euch jetzt einfach auch durchklicken. Hier irgendeine zum Beispiel nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal die. Das ist eine von den Filmlooks LUTs. Die habt ihr standardmäßig auch in DaVinci Resolve drin. Also könnt ihr es genauso auch nachmachen. Genau, wenn wir die LUT jetzt applied haben, können wir diese jetzt noch regeln. Und das ist auch wichtig. Der Look ist mir ein bisschen zu extrem und ihr seht auch hier rechts in unseren Scopes, in der Parade, dass es halt einfach die Highlights total killt und ausbrennt. Deswegen können wir hier, wenn wir auf Key gehen, das noch ein bisschen runterdrehen und dann gehen wir hier auf Gain und drehen den halt ein bisschen runter und ihr seht schon in der Parade, dass die Highlights wieder ein bisschen zurückkommen und dann haben wir schon wieder die Highlights in den Wolken ein bisschen zurück. Leider habe ich es ein bisschen verkackt beim Drohnefliegen, beziehungsweise ist der Himmel ein bisschen sowieso ausgebrannt. Also alle Details werden wir leider nicht mehr zurückkriegen. An sich sieht unser Footage jetzt schon auf jeden Fall viel besser aus. Ja, jetzt können wir noch ganz normale Color Corrections machen, indem wir jetzt hier in Belichtung jetzt sagen, dass wir hier die Schatten noch ein bisschen runterziehen, weil wir hier unten auch noch ein bisschen Platz haben. Genau, auch die Highlights noch ein bisschen runter, damit wir wieder mehr vom Himmel sehen. Vielleicht die Mitten noch ein bisschen hoch und alles im Allen noch ein bisschen auseinanderziehen und dem Ganzen noch ein bisschen mehr Kontrast geben. Im Zweiten können wir jetzt noch die Saturation, also die Sättigung, etwas erhöhen. Für meinen Geschmack ein bisschen höher. Sagen wir mal 64, wir können es uns dann nochmal angucken. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich finde, es könnte auch ein bisschen wärmer sein. Aber das ist dann Stilsache. Könnt natürlich auch mit dem Tint noch ein bisschen rumspielen. Genau, das reicht mir eigentlich schon. Und siehe da, vorher, nachher, wir haben jetzt ganz schnell mit einer LUT eigentlich einen schönen, ziemlich coolen Look erstellt. Und wenn ihr das jetzt einmal so eingestellt habt, könnt ihr jetzt zum Beispiel auch in die Film-LUTs gehen und euch auch ein bisschen durchklicken. Und könnt jetzt auch mal schauen, wie die anderen so wirken und vielleicht gefällt euch ja noch was anderes. Genau, ihr könnt euch dann auch noch LUTs runterladen. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz verschiedene LUTs hier auch noch und dann kann man halt auch noch extremere Looks wählen und die dann halt hier zum Beispiel dann auch noch ein bisschen stärker machen, indem wir hier wieder reingehen und dadurch jetzt halt auch noch ein bisschen extremeren Look haben, der für manche Projekte natürlich auch ziemlich cool sein kann. Genau, wir nehmen jetzt mal wieder den Filmlook von vorhin, sagen jetzt, das wird es jetzt zum Beispiel, habe ich noch einen Clip und den könnt ihr jetzt einfach mit Steuerung C oder Command C könnt ihr das jetzt einfach auf den nächsten kopieren und siehe da, dann sehen diese Clips halt auch gleich aus. Wurden auch am gleichen Tag gefilmt, also passt eigentlich ganz gut.
Genau, und wenn ihr jetzt einen Clip habt, wo ihr sagt, so hier sind zum Beispiel die Highlights, könnt man ein bisschen runter machen, dann könnt ihr jetzt einfach wieder in Belichtung gehen und dann halt das alles noch ein bisschen adjusten und die Schatten noch ein bisschen hochholen und die hier oben, wie ihr seht, in der Parade die Highlights noch ein bisschen retten. Genau, das war's zum ersten Beispiel. Jetzt kommen wir zum zweiten Beispiel und da schauen wir uns 10-Bit-Log-Footage von der A7 S3 an. Es geht um diesen Clip hier von mir und da kann man das auch nochmal ganz gut sehen mit einer Person direkt drauf. Und da wir jetzt hier Log-Footage haben, würde ich unser Node-Tree ein bisschen erweitern. Also ich würde jetzt 4 Nodes machen. Übrigens, ihr könnt Nodes einfach hinzufügen, indem ihr Option S drückt. Oder ich glaube auf Windows ist es Alt S. Diese Nodes können wir jetzt wieder benennen. Ans Ende kommt wieder meine LUT. Davor kommt ein Color Space Transform, damit wir das Log-Footage umwandeln. Dann wieder White Balance und als erstes Belichtung. Das ist jetzt wirklich basic. Man kann natürlich noch viel mehr hinzufügen. Genau, als erstes fangen wir an mit dem CSD-Node. Und da ziehen wir jetzt einen Color Space Transform rein. Und in dem Fall müsst ihr das einstellen, mit was ihr gefilmt habt. Bei mir ist es jetzt sgamut.cine mit S-Log 3. Da sieht jetzt unser Footage schon echt ganz gut aus. Und im nächsten Schritt suche ich mir jetzt noch eine LUT raus. Da können wir jetzt wieder ein bisschen gucken und eine von diesen LUTs vielleicht auch wieder nehmen, von diesem Film-LUTs, die jetzt ein bisschen extrem daherkommen für meinen Geschmack. Genau, ich nehme jetzt einfach mal die hier unten, die D65. Und sehe schon, es hat mir wieder meine Highlights etwas zerfetzt in meinem Gesicht. Ist alles viel zu hell. Und deshalb gehen wir jetzt wieder auf Key und bringen das erstmal ein bisschen runter, damit wir tatsächlich ein bisschen besser sehen jetzt hier auch. Und so, jetzt sieht es schon wieder ein bisschen besser aus und die Highlights sind jetzt auch wieder ein bisschen runtergekommen. Und wir können uns das ja mal wieder angucken, vor und nachher. Also man sieht schon, das ist schon ein ziemlicher Stil, der da schon rübergelegt wurde. Genau, und jetzt können wir wieder hingehen und können hier noch ein bisschen an der Belichtung rumschrauben. Wir können die Highlights noch ein bisschen runternehmen. Schatten vielleicht sogar ein bisschen höher, weil die hier in meiner Jacke fast weg sind. So sehen wir es ein bisschen besser. Und vielleicht auch ein bisschen Kontrast noch auseinanderschieben und die Mitten ein bisschen erhöhen. Und genau, da müsst ihr mal ein bisschen gucken, spielen. Es ist natürlich auch wieder alles Geschmackssache. Sieht aber schon ganz gut aus. Und genau, hier mit der Saturation einfach noch ein bisschen hochgehe. Genau, und so schnell haben wir eigentlich einen Look erzeugt und das sieht schon echt ganz cool aus, muss ich sagen. Genau, wenn wir uns jetzt angucken, wie es vorher aussah und jetzt alles einzeln mal ausblenden, dann ist hier einmal Color Space Transform und dann die LUT. Wenn wir es jetzt einmal eingestellt haben, können wir jetzt auch wieder in die LUTs gehen und können jetzt zum Beispiel auch da nochmal eine andere wählen. Dann habe ich hier unten jetzt wieder Footage, was am gleichen Tag gefilmt wurde und die gleiche White Balance und Lichtstimmung hatte und so weiter. Jetzt kann ich das natürlich auch wieder mit Steuerung C oder mit Command C übertragen auf die anderen LUTs, übertragen auf die anderen Clips, nicht LUTs. Und dann halt auch wieder ein bisschen adjusten. Hier zum Beispiel ist es ein bisschen dunkel, da können wir jetzt einfach auch wieder ein bisschen hochgehen mit den Highlights und allem. Und den Kontrast vielleicht ein bisschen wieder runter regeln. Genau. Und dann haben wir hier eigentlich den gleichen Look wie vorher und das passt alles ziemlich gut zusammen. Genauso wie hier. Hier passt es auch. Oder wie ich hier durch den Schnee stapfe, da können wir jetzt auch noch ein bisschen so viel Schnee haben und alles. Es ist ja so hell. Auch noch ein bisschen runtergehen. Genau. Und dann haben wir eigentlich ein sehr stimmiges Gesamtbild. Eigentlich ziemlich schnell. Wir haben einen Clip jetzt eingestellt mit einer LUT. Und genau, das könnt ihr eigentlich so als leichten Standard-Workflow verwenden. Und ja, überall anwenden. Ich packe mir in die Beschreibung noch ein paar Links, wo ihr LUTs downloaden könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!